Moin Moin und hallo meine lieben Freunde, was geht ab? Burrito auf Dumm hier. Wir sind heute wieder hier mit einer neuen Community-Analyse, diesmal von The Drunkweed. Dieser schrieb am 1.5.2020, er spielt Midlane und sein Problem sei, er ist oft ahead, aber seine anderen Lanes fehlen oft, wie kann ich das carryen? Wenn ich denen helfen will, lose ich auch und Runde ist komplett over. Und dann listet er mir jetzt seine Champions auf, Yasuo, Katarina, Shyvana und Shaco für seine Offroad-Jungle. Zunächst einmal, falls auch du eine gratis Replay-Analyse gewinnen willst, join doch unserem Discord, Link ist in der Beschreibung dafür. Unter anderem kannst du dich auch hier mit der Player-Sub-Community über alle möglichen Sachen austauschen, ein bisschen Duo spielen oder halt unsere YouTube-Videos und unsere Streams nicht mehr verpassen. Ich habe mir ihn rausgenommen, so, das ist der gute Junge. Und wie gesagt, ich schrieb das am 1. und ist mittlerweile Silber 4, glaube ich. Ja, er ist also mittlerweile in die gesamte Liga geclimbt. Erstmal good job dafür, dass du es geschafft hast, in so kurzer Zeit doch verhältnismäßig viel zu climben. Die nächste Sache, die ich ansprechen will, ist der Champion Pool. Leute, egal wen ihr fragt, oh, ich habe gegen mein Mikrofon geschlagen. Egal wen ihr fragt, egal wann, egal wen, jeder wird euch sagen, dass es gewisse Champions gibt, die für Low Elo einfach nicht gut sind. Und dazu gehören Champions wie Yasuo oder Shaco. Oder halt auch Katarina irgendwo. Weil diese mechanisch einfach anspruchsvoll sind. Ich weiß, jeder von uns nimmt gerne an, dass er eine Ausnahme ist. Und jeder von uns denkt gerne, dass er ein super krasses Genie ist. Und diese Champions gut beherrscht und damit auch climbt oder was auch immer. Aber Leute, ich werde so oft gefragt, was für Champions empfiehlst du für die Midlane im Bronze? Dann sage ich Annie, Maizaha, vielleicht Syndra und Orianna. Und dann wird mir gesagt, ja, aber ich will nicht Annie und Maizaha spielen. Guys, wenn ihr improven wollt, dann hört doch wenigstens auf diese Basics. Als kleines Vorwort. Der The Drunkweed hat in diesem Spiel Talon Mitte gespielt gegen Cassiopeia und ist da Electrocute gegangen. Electrocute, eine relative Standardrune. Man spielt ja Talon auch, oder man kann Talon auch mit Conqueror spielen. Für ein bisschen mehr Sustained Damage. Das macht man aber eher gegen sehr beefige Teams. Und wenn wir uns die Gegner hier angucken, mit Cassio, Caitlyn, irgendwo auch Thresh, haben die Gegner nicht viel, ja, defensive Werte. Und einen Jax oder den Nasus will er im Teamfight ja eh nicht anspringen. Deswegen ist eigentlich auch irgendwo egal. In seinem Matchup gegen Cassiopeia, das ist ein Matchup, das kann sehr schnell eskalieren. Talon ist ja berüchtigt für seinen Level 2 Power Spike. Cassiopeia kann dir aber sehr, sehr viel Feuer unterm Arsch machen, indem sie dich poked und pressured, und wenn sie gut ihr Movement spaced mit deiner W und du nicht wirklich deinen Damage oder deinen Poke rausbekommst, sodass du sie in All-In-Reichweite behältst oder kriegst, hast du große Probleme. Dazu will ich euch direkt ein Konzept erklären. Es gibt etwas, das nennt sich Kill-Kombos. Kill-Kombos kommen eigentlich aus dem Fighting-Game. Wenn das hier eine HP-Bar ist, das sind 50%, 50% und 25%, natürlich frei, ne, ist jetzt nicht punktgenau, dann nehmen wir mal an, Combo A macht 75% Damage, Combo B 50% und Combo C 25%. Combo A ist natürlich schwieriger als Combo B und die ist schwieriger als Combo C. Fighting-Game-Spieler auf hohem Level, auf eSports-professionellen Level, werden immer wissen, welche Combo wann jemanden killt. Sie werden wissen, wie sie jemanden aufweichen müssen, damit sie eine gewisse Combo vollführen können, damit der Gegner im Endeffekt stirbt und sie die Runde gewinnen. Dafür können natürlich verschiedene Prämissen geschafft werden, denn nicht jeder beherrscht zum Beispiel Combo A, Combo B ist vielleicht auch ein bisschen fortgeschrittener und Combo C droppst du halt eigentlich nie. Das ist dann so eine Standard-Basic-Combo. Diese Kill-Zones oder diese Combo-Zones gibt es halt auch in League of Legends, vor allem mit All-In-Champions wie Yasuo. Yasuo sage ich schon, gottverdammt. Wie Talon. Wenn du das Ziel zu einem bestimmten Grad aufweichst, kommt natürlich aufs Matchup an und auf deine Stats und ob die Igniter passt und so weiter und so fort, dann kannst du den Gegner, sagen wir mal, bei 50% mit einer WQ Ignite-Kombo töten, okay? Wenn du den Gegner auf 60 oder 70% aufweichst, kannst du ihn mit der Ult noch hinterher töten, dann ein, zwei Autotags, was auch immer. Diese Killzones sind super important, wenn man Assassin spielt oder wenn man aggressive Champions spielt, die viel auf Kills ausgelegt sind, wie zum Beispiel auch Darius auf der Top-Lane oder beispielsweise Presti Attack Champions auf der Botlane, wie, keine Ahnung, Kaiser, wobei man sie auch mit Hell of Blade spielen kann. Und es ist halt einfach wichtig zu wissen, wie lange spielen musst, um den Gegner all-in zu können. Aber wir gucken uns das ganze Matchup jetzt an. Denn das Ziel als Talon ist es hier eigentlich, die Cassiopeia nur ein bisschen aufzuweichen.
Um sie dann halt schlussendlich in die Combo-Zone zu bekommen. Ganz kurz schon mal im Vorwort. Er hat jetzt bereits 2 Minions verpasst. Und ich weiß, das klingt nicht nach viel, aber es sind einfach 40 Gold, die gone sind. Einfach weg, verpufft. Farmen und Minions lasteten ist eine der simpelsten Sachen, die jeder beherrschen muss, wenn er climben will. Und ich verspreche euch, wenn ihr einfach nur effektiv farmen könnt und euren Goldfluss hochhalten könnt, könnt ihr easy von Iron nach Silber climben. Easy. Weil ihr im Schnitt dann mehrere Minuten vor dem Gegner an eure Items kommt und dann den Gegner einfacher töten könnt und so weiter und so fort. Klar, CS ist niemand perfekt. Nichtsdestotrotz, das waren vor allem uncontested CS, die man eigentlich nicht hätte verpassen dürfen. So, er geht hier für einen kleinen Trade, zu jetzt im Pot. Aber der Trade ist eigentlich wert, denn jetzt ist Cassiopeia eigentlich schon in seiner Killzone. Er kriegt jetzt ein Level 2, mal gucken, wie er es ausspielt. Gar nicht. Okay, nein, da war es tatsächlich. Er hat den zweiten Damage von seiner W leider verpasst, war ein bisschen gemisplayed. Aber wir sehen auch, Drunkweed ist sich seiner Killzone bewusst. Diese Weich muss eingepusht werden, so hart es geht, und dann Recall genommen werden am besten. Da Talon den Vorteil hat, dass er eigentlich Langschwerter kaufen kann, bis sie ihm aus seinem Popo rauskommen. Und du damit eigentlich immer ein solides Recall-Timing hast. Da du immer zum nächsten Spike kommst. So, er benutzt seine Q jetzt als Gap-Closer. Hat auch hier die zweite Instanz seiner W verpasst, weil wieder ein kleines mechanisches Missplay. Ich denke, er sollte rauskommen mit seinem Parcours. Ja. Hier einmal eine kleine Sache. So, Moment. Hier wird die Q als Gap-Closer benutzt, hätte aber eigentlich nicht benutzt werden müssen, hättest du von hier deine W gesetzt, wäre sie geslowt gewesen, hättest du auch sie run-uppen können und den Extended Damage deiner Q benutzen können, denn, wie wir wissen, macht die Q Bonus-Damage, wenn du sie aus Melee castest. Moment, move das mal weg, so. Und zwar dann insgesamt halt 154, ansonsten macht sie halt knapp 100, das heißt 50 Damage wurden hier mehr oder weniger verschenkt, leider. Und dann halt die W war ein bisschen off-gesetzt. Aber ja. Ansonsten overall solider Roam, solides Play. Schön den Fehler von der Cassie ausgenutzt. Und er hard pusht die Wave. Diese Wave hier ist eigentlich perfekt für dich, um die Lane jetzt zu snowballen. Du könntest die Wave jetzt hier freezen, indem du diese beiden, also die Minions, wenn jetzt alle nicht in die Minion, in die Minions reinrennen. Wenn du das hier lastetest und das hier lastetest und diese vier hier stehen lässt, dann kannst du die Wave hier super schön und super effektiv halten. Sie wird in den nächsten 30 Sekunden vielleicht reinpushen oder 45 Sekunden. Nichtsdestotrotz hättest du halt hier sehr viel Farm und Erfahrung denyen können. Und auch so eine generelle Sache, wenn ihr die Wave pusht und crasht, fragt euch immer, warum mache ich das? Warum will ich die Wave pushen? Warum will ich die Wave crashen? Was habe ich davon? Denn du hast jetzt ein Recoil-Timing, du hast jetzt ein Serrated Dirk und vielleicht Schuhe. Glaube ich, oder du gehst hier mal direkt viel Push Pressure, das kann, ist natürlich auch sehr viable und solide. Nichtsdestotrotz muss man sich halt immer die Frage stellen, was bringt mir der Push gerade in dem Moment? Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, in dem Matchup Schuhe early zu kaufen, weil du durch Schuhe Cassius Qs besser dodgen kannst. Und soweit ich weiß, genau. Deine E, dein Vault ist auch affected von deinem Movement Speed, das heißt, du könntest dann besser und effektiver roam gehen. Da du den Tiamat gerade gekauft hast, möchtest du eigentlich für Roams gehen, du willst die Wave pushen und bist aber nicht wirklich schnell genug zum Roam, oder nicht effektiv genug. Hier kommt ein kleiner Gang von Echo, da wird wieder ein bisschen Damage gespreadet, Ignite ist drauf, war ein bisschen Overkill. Nichtsdestotrotz, relativ solide, Cassio ist wieder back, du kriegst 2 Platings oder 1, anderthalb, 1/3, wie auch immer, 2. Und, ja. Eigentlich müsste ja easy rauskommen. Also Talon ist halt so ein richtiger Champion gegenzuspielen, ne? Auch hier wieder 2 Longswords entschieden. Wie gesagt, ist fein für mehr Kill-Pressure und für mehr Push-Pressure. Andererseits bin ich 100% der Meinung, dass die Schuhe, vor allem Early-Schuhe, in dem Matchup spezifisch sehr stark helfen können. Generell, wenn ihr gegen Skillshot-lastige Champions spielt, wie Blitzcrank, Syndra, Xerath, Thresh irgendwo, sind Early-Boots eine gute Investition. Und das ist halt das, was ich meine. Hättest du hier Schuhe gehabt, wärst du vielleicht an sie rangekommen.
versuchst gerade die Wave zurückpushen zu lassen. Das ist halt eigentlich jetzt gerade nicht so klug. Du hast Tiamat, du hast die Roam Pressure. Selbst wenn die Wave jetzt nicht zurückpusht, kannst du sie nicht wirklich freezen. Was so viel heißt, wie dass du viel verschenktes Potenzial hier verspielst. Weil, okay, weil was Talon halt so stark macht, ist seine Fähigkeit praktisch 24-7 die Wave zu pushen und irgendwo anders zu sein. Wow, okay. Komischer Spectator-Bug. Aber guter Roam, genau das meinte ich halt. Du willst die Wave eigentlich nicht in dich pushen lassen. Schöner Pick dort auf die Cassio. Schön gespielt. Nimmt sich wieder einen Recall. Kauft sich direkt Mobis. Und einen Caulfield's Warhammer. Roamt hoch zur Cassio. Ich verstehe die Idee des Roams. Ah, wenn du da jetzt reinspringst, ist das ein bisschen Troll. Also du könntest da jetzt vielleicht was reißen. Aber du bist gerade sehr weit ahead und du musst kein 1 gegen 3 forcieren. Wenn ihr ahead seid, muss der Gegner riskante Plays eingehen, um wieder zurückzukommen. Das heißt, Irelia TP ab, hätte jetzt Midlane gepusht beispielsweise, statt hoch zu roamen, hätte sie den Turret jetzt schon gehabt. Und Toplane hast du jetzt nichts bekommen, du hast ein bisschen Zeit gewastet, hast anderthalb Minion Waves bekommen und deine Ult gewifft. Wie gesagt, ich verstehe die Idee des Roams, aber sie war ein bisschen zu ambitioniert, würde ich behaupten. Und das ist halt genau das, was ich meine. Dadurch, dass du diven wolltest und ein riskantes Play eingegangen bist, hat Cassiopeia jetzt einen Shutdown auf dir bekommen von 300 Gold. Und Cassiopeia ist ein Scaling-Champion. Das heißt, die 600 Gold, die sie gerade durch den Kill bekommen hat, ist proportional gesehen mehr wert als auf anderen Champions. So, du pushst die Midwave. Roams zum Drake. Also ein Ziel sollte es eigentlich sein als Talon, vor allem in diesem Matchup, oder generell als Talon, nicht nur in diesem Matchup, entweder mit Turret so schnell es geht zu holen, oder so wenig es geht auf, lol, Alter, das war schön gespielt von Pyke, oder die, so wenig es geht auf der Lane selber zu sein. Und aktuell spielst du nicht 100% zum Stecken von Talon, du versuchst Kills zu holen, oder Plays zu machen, die an sich nicht erfolgsbringend sind, die, okay, den Chat move wir einfach mal aus dem Weg. Du versuchst Plays zu machen, die, entweder nicht erfolgsversprechend sind, oder die nicht förderlich für deine Stärken als Champion sind. Beispielsweise die Botwave ist seit ungefähr 10 Jahren unter deinem Turret. Und dort hättest du sehr viel Free Roam können, sehr schön aus Dampf von Echo. Okay, Tier 2 Turret wird einfach aufgegeben von den Gegnern. Gegner werden dort auf dem Herald gespottet. Du hast absurd niedrige CS, was einerseits daran liegt, dass du welche einfach for free verpasst hast, und andererseits liegt es aber auch daran, dass du Roams genommen hast, ohne entweder die Wave zu pushen. Wir sehen gerade, die Midwave crasht schon wieder in den Turret, während du hier einfach recallst. Du verpasst jetzt gleich wieder ein paar Minions. Ein paar viele sogar, 8 oder so. Und ja, also dieses Roaming in der Midlane hängt sehr stark mit deinem Push zusammen. Deswegen habe ich ja gesagt, dass der Tiamat early on, wenn du ihn kaufst, musst du ein bisschen anders spielen, als du es getan hast. Ja, das war halt ein bisschen blöd, dass du jetzt in den Hook gerannt bist, aber naja. Du hast jetzt seit, ich glaube, 2 Minuten effektiv 5 Minions gefarmt. Und das ist halt nicht wirklich viel, ne? Wie wir wahrscheinlich erahnen können. Ich meine auch hier wieder, ihr wollt den Diven, aber warum? Was ist das Ziel des Dives? Ihr wollt Bot-Turret machen. Warum geht nicht einfach Bot-Turret ganz normal siegen? Das Play ging jetzt auch wieder gut, aber bisschen wieder zu knapp, meiner Meinung nach. Und ganz wichtig ist sowieso zu verstehen, dass nur weil ein Play gut läuft oder es funktioniert, ist es kein gutes Play.
Das ist sehr, sehr, sehr important. Ich glaube, du hast jetzt legit seit 3 Minuten 5 CS genommen. Zum Beispiel könntest du jetzt hier, du kannst Botlane nicht mehr rotieren, da geht keine Action mehr ab. Midlane ist die Wave zu stark am Pushen. Du könntest jetzt hier beispielsweise das farmen mit Tiamat, du könntest dann das farmen, dann könntest du zur Mitte rotieren, die Mitte farmen, weil die Mitte in dich pusht, so. Du musst dein GPM halt sehr hoch halten. Und man verleitet sich selber sehr stark mit Roam Heavy Champions darin, einfach irgendwo hinzugehen und irgendwas zu machen. Aber die Prämissen müssen halt dafür gesetzt sein, ne? Ich glaube, ein großes Problem, was du hast, ist... die Balance zwischen Roaming Plays und die Balance zwischen egoistischen Plays, würde ich mal sagen, jetzt einfach, also so dies zu essen, rotieren und so, farmen, zu finden. Weil du bisher eigentlich nur auf der Karte unterwegs bist, ohne halt irgendwas anderes zu farmen. Und jetzt sehen wir ja, die Cassio hat mittlerweile 5 Kills, hat 2 Items fertig. Du bist jetzt gezwungen rauszuflashen, weil du wieder für ein komisches Play gegangen bist. Du wolltest auf Cassio kollapsen, während von hier hinten 3 Champions kamen. Hast jetzt wieder deinen Summoner geblowt, beziehungsweise sogar beide. Und dein Positioning hier macht jetzt auch nicht viel Sinn. Du könntest zum Beispiel jetzt Top-Seite farmen, weil du Midlane eh nichts wirklich machen kannst. Und ja, jetzt bist du halt wieder tot, ne? Aber es ist eigentlich ein ganz gutes Spiel, um zu versinnbildlichen, was eigentlich so alles in deinem Play falsch läuft oder besser laufen könnte. Minute 25 war das erste Jungle Camp, was du gefarmt hast. Nach 5 Minuten hast du jetzt 20 CS bekommen. Ist halt so eine Sache, ne? Ist das schon Game? Oh lol, okay, wow, das ging schneller als erwartet. Okay, Mr. Drunkweed, einmal zum Mitschreiben. Erstens, die Waves viel mehr pushen. Zweitens, generell viel mehr farmen. Drittens, CSing üben. Viertens, Kill-Kombos besser lernen, weil du oft Damage gefehlt, weil dir oft Damage gefehlt hat. Ein ganz einfacher Trick dabei ist, wenn du auf deine Abilities gehst, du rechnest einfach so kurz im Kopf, was sind das? 180 plus 250. Das sind 180 plus 250. Deine Q macht was? Sagen wir 500. Also rechnen wir einfach mal mit hoch. 5, 4, 8 Damage. Dann deine Ult macht auch nochmal, keine Ahnung, so 300 oder so. So, das heißt, wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, das sind 8, dann sind das 3, 7, 1 im Sinn. Dann sind das 4, 9... 12. So, deine gesamte Combo QWR ohne Passiv, ohne Ignite, ohne Electric Coup macht ungefähr 1278 Damage. Davon kannst du immer ungefähr 50% abziehen, wegen Rüstung. Also macht deine gesamte Combo 650 Damage circa. Und dann kannst du halt noch so grob überschlagen, wie viel Electric Coup dann Schaden macht, wie viel Ignite dann Schaden macht und dann halt eher erahnen, wie nah du an deiner Kill-Combo dran bist. Das ist in der Lane-Phase natürlich einfacher, weil die Zahlen nicht so hoch sind. Und wie gesagt, einfach einmal im Kopf überschlagen, das ist halt wichtig. Und vor allem die Balance zwischen Roams und Farming finden. Turbo important. Aber gut, meine lieben Damen und Herren, das war's dann auch mit der Analyse. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat und ihr was Neues gelernt habt. Und joint dem Discord, falls ihr auch eine Replay-Analyse gewinnen wollt. Vielen lieben Dank, meine lieben Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal und reingehauen. Bye, bye.